Willkommen bei HL Sports TV hier von der Lubenmühle zu unserem Wochenbericht nach dem Auswärtsspiel in Unterhaching und vor dem Heimspiel gegen MSV Duisburg. Wir haben heute Morten Rüdiger bei uns. Morten Rüdiger heute hier bei uns auf der Trainerbank. Morten, du bist verletzt. Was ist passiert und wie lange dauert es? Wann kommst du wieder? Wie sieht die Behandlung aus? Ja, letzte Woche ist es leider passiert. Bei einem Schuss habe ich mir da den Oberschenkel auseinander gefetzt, sozusagen. Ja, war sehr schmerzhaft. Ich wusste direkt, dass das nicht was eine kleinere Geschichte ist. Leider hat sich das auch bewahrheitet. Denn ja, jetzt ist es noch ziemlich akut. Jetzt ein bisschen Lymphdrainage, auch viel Ruhe. Und dann hoffe ich, dass wir langsam dann die Behandlung und Reha steigern können. Da verschiedene Methoden auch schon mit den Ärzten gesprochen, was wir da alles noch machen können, auch im Verlauf. Leider wird das ein bisschen länger dauern. Ich möchte jetzt ungern eine Zahl sagen, ich habe schon von bis gehört. Keine falschen Hoffnungen machen, auch mir selbst. Deswegen, ich hoffe, dass es für dieses Jahr auf jeden Fall noch reichen wird. Erstmal gute Besserung auf jeden Fall. Jetzt habt ihr zwei Spiele absolviert und du warst bei beiden nicht dabei. Wo und wie fiebert man da so mit den Kollegen mit? Ja, sehr stark auf jeden Fall. Klar, nach dem ersten Spiel war ich enttäuscht. Man hat ja lange darauf hingearbeitet, aber auch dabei zu sein. Gerade dann auch die Euphorie zu Hause beim ersten Profispiel hier wieder aktiv mitzuerleben, nicht nur auf der Tribüne. Trotzdem ist man da auch in der Mannschaft gefragt, dass man auch von außen da dann den Glückwünsche und Erfolgwünsche und sowas alles der Mannschaft mitgibt. Das ist unser Team Spirit, das zeichnet uns aus dieses Jahr und das müssen wir beibehalten. Ja. Wird man da denn eher zum Fan oder denkt man in den verschiedenen Situationen analytisch? Ja, unterschiedlich natürlich. Man fiebert natürlich extrem mit bei Chancen, bei guten Abwehraktionen, Dribblings, was auch immer. Ne? Da ist man als Fan natürlich auch mit dem Herz dabei. Das ist auch deshalb, warum wir Fußball spielen. Und natürlich auch analytisch. Man sieht ja die Jungs dann trotzdem, auch wenn man verletzt ist oder nicht im Kader ist beim Training. Und dann spricht man immer mal wieder mit einem darüber, so, guck mal, ja, hast du die Aktion noch vor Augen, da war eigentlich der frei oder so. Man, auf dem Feld sieht man das als Spieler selbst ja immer nicht. Und von daher ist, glaube ich, so ein Gespräch mit einem Mitspieler immer auch noch was anderes als mit dem Trainer. Das kann, denke ich, immer auch was Positives haben. Ja. Du kennst die dritte Liga ja aus deiner Zeit in Erfurt. Wie schätzt du denn die Teams dieses Jahr ein? Das sind immer schwierige Fragen. Viele Vereine haben ja auch gute Spieler verloren und Führungsspieler verloren in die oberen Ligen oder auch dann jetzt auch viele Verletzungen schon wieder gewesen. Das ist schwer zu sagen. Man sieht ja das auch bei Duisburg jetzt beim nächsten Gegner. Ich glaube, die haben sich das ganz anders vorgestellt, in die Saison zu starten. Das ist halt die dritte Liga, da kann alles passieren, da kann jeder jeden schlagen. Die Aufsteiger sind jetzt alle richtig gut gestartet. Was denke ich mal, auch viele gar nicht so auf dem Zettel hatten. Deswegen, also diese dritte Liga ist auch ein Tagesgeschäft. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, Duisburg ist nicht so gestartet, die kommen am Sonnabend hier auf die Lohmühle. Was muss da passieren irgendwie in der Mannschaft? Also wie kann man sie schlagen, wie kann man da punkten? Ja, auf jeden Fall denke ich, dass wir das bessere Team sind als Duisburg. Wir sind sehr zusammengewachsen über die lange Zeit jetzt der Vorbereitung und wir müssen einfach darüber kommen. Klar, sagt man dann auch, die ein oder andere Chance wieder nutzen und den ein oder anderen Fehler vermeiden. Aber trotzdem, gerade jetzt hier zu Hause, ist es die Pflicht auch, wieder ein anderes Gesicht zu zeigen als nach dem Elfmeter. Also die ersten 20 Minuten waren gut von uns, da haben wir gute Aktionen gehabt, auch zielstrebige Aktionen, da haben wir unser Gesicht gezeigt und da darf es uns ja nicht passieren, nach einem Gegentor so, ja, so einzuknicken. Da müssen wir dann weitermachen. Wo hast du das Spiel gegen Unterhaching gesehen? Zu Hause? Zu Hause vor dem Fernseher. Okay. Und wo wirst du jetzt gegen Duisburg sein, im Stadion? Ja, auf jeden Fall werde ich auf der Tribüne dann sein und die Jungs anfeiern und hoffentlich dann nach 90 Minuten mit den Jungs feiern. Okay. Viel Erfolg dabei und weiterhin gute Besserung. Dankeschön. Ja, der arme Morten Rüdiger fällt jetzt erstmal ein paar Wochen aus beim VfB Lübeck. Das waren die Eindrücke für diese Woche vor dem Heimspiel gegen den MSV Duisburg am kommenden Sonnabend. Ja, das war Roland Kenzo für HL Sports TV. Abonniert unseren Kanal und lasst auf jeden Fall ein Like da. Wir wünschen euch eine schöne Woche und sehen uns vielleicht Sonnabend auf der Lohmühle.